Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Was geht ab bei euch? Heute ist mal wieder sehr geiles Wetter hier. Muss ich sagen, war schon die letzten Tage, war es echt regnerig, echt übel. Und da habe ich gedacht, heute, ja komm, fahren wir nochmal eine Runde, geht ab. Ja, wir waren ja länger nicht mehr hier an der Wheelie-Meile. Ja, sieht irgendwie wieder scheiße aus, wie immer. Überall liegt Müll rum. Ich hasse sowas ja, ne, wenn so die ganzen Spackos hier, was ist das wieder für eine Pussy, scheiße, Alter. Ich hasse sowas ja, ne, weißt, dann kommst du hier an, hältst alle den ganzen Dreck immer schön weg, machst alles sauber hier. What the fuck, Burnout. Hältst alles immer sauber und dann kommen so Spackos und machen das hier alles wieder dreckig, ey. Ja, Bobbys Aschenbecher, den er gebaut hat. What the fuck? Ja, schon in Ordnung. Für die ganzen Raucher, Alter, was ist das denn? What the fuck? Was zur Hölle ist das? Oh. Ein Brief. Hi Leute, Frage Nummer 1. Ist der Aschenbecher wickgeschweißt? Keine Ahnung. Alter, da musst du mal einen Bobby fragen. Das kann sein. Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ich habe von dem Scheiß keinen Plan. Chillig, ey. Auf jeden Fall. Das ist irgendein Briefkuvert, so ein Briefumschlag. Ist nichts drin. Hättest du mal ein bisschen Geld reinwerfen können, ey. Ja, stehen auf jeden Fall ein paar Fragen drauf. Aber sonst... nix, ja, chillig, ey. Ich wollte eigentlich heute über irgendwas anderes reden, aber anscheinend habe ich gerade mein Thema gefunden. Also, hier schreibt einer: Hi Leute, Frage Nummer 1. Ist der Aschenbecher wickgeschweißt? Ja, wie gesagt, das kann ich nicht sagen, da müsst ihr den Bobby fragen. Dann Frage Nummer 2. Ist der Aschenbecher Glasperlen gestrahlt? Das wiederum kann ich dir sagen. Ich arbeite nämlich mit Bobby in derselben Firma und ich weiß, wir haben nur eine Sandstrahlkabine. Und ja, wie gesagt, halt nur gesandstrahlt. Das müsste man, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da schwere Unterschiede gibt, aber der ist auf jeden Fall gesandstrahlt. Dann Joker, wie sieht's mit deinem Acra aus? Ja, mein Acra, ich habe mir einen zweiten gekauft. Scheißegal, ne? Monatsanfang, da kann man sich mal was gönnen, aber ist nur gebraucht, von daher. So viel gönne ich mir dann auch nicht, ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt einen zweiten drauf, der andere, der ist immer noch in Reparatur. Und ja, da ja am Samstag unser Miet ist, habe ich gesagt, ich brauche unbedingt einen neuen oder einen zweiten. Scheißegal, hauptsache ich kann ballern mit den Jungs, ne? So, was haben wir hier noch? Was für Autos fahrt ihr eigentlich so? Puh, oh, Alter. Puh, hast du eine geile Frage ausgesucht, ey. Kann ich dir gar nicht sagen. Also ich kann dir ein paar Marken nennen, dass wir von VW, BMW, Audi, manchmal Mercedes. Wir haben eigentlich so alles am Start. Frag mich jetzt nicht nach den Bezeichnungen, ey. Das ist den Buchstabensalat, da blickt ja eh keiner mehr durch. Ja... PS, Rudi, Mofa, ja, chillig. Vielleicht antworten wir dir. Wir schicken den Brief einfach zurück. Ich werfe ein paar Sticker rein. Und dann schicke ich den zurück oder so. Also wenn du das siehst, der Verfasser dieses Briefs, schickst uns deine Adresse. Wir senden dir ein paar Sticker. Auf jeden Fall coole Aktion. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Den kann man auf jeden Fall mal irgendwo aufbewahren. Ja. Na gut, eigentlich wollte ich heute ein bisschen über das Miet am Samstag quatschen. Ich denke mal, das kann man ja immer noch machen. Fahren wir einfach mal los. Wo das Miet stattfinden wird, ist ja wohl für alle klar, nämlich hier an der Wheelie-Meile. Der legendärste Ort auf Erden. Hier wird auf jeden Fall dick Action gemacht. Also, es werden mal wieder nur die gestörtesten Leute am Start sein. Also David Boss, der wollte auf jeden Fall kommen. Dann kommt auf jeden Fall Kenny.
Die beiden gibt's ja nur im Doppelpack. Dann kommen die Decibels. Wer kommt noch? Dirt Street Star. Saar, Entschuldigung. Ja, wir natürlich alle. Und ein Haufen anderer Leute, ey. Ich weiß gar nicht, wie viele das werden. Das wird wieder unnormal. Ist auch, denke ich, glaube ich, das letzte große Meet dieses Jahr überhaupt. Also ich habe von keinem anderen gehört, dass noch was abgeht. Deshalb hoffen wir natürlich alle, dass das mega geil wird. Und ich hoffe auch, dass das Wetter so bleibt wie heute. Oder dass es wenigstens nicht ganz so kalt ist und auch trocken bleibt. Dann wäre ich auf jeden Fall schon zufrieden. Ich bin übrigens heute auch aus einem anderen Grund unterwegs. Und zwar habe ich mir neue Stiefel gekauft. Meine alten waren echt extremst durchgelutscht. Da waren Löcher drin, alles. Ich bin halt so geizig und wollte mir keine neuen kaufen. Dann habe ich dann gesagt, ja komm, irgendwann brauchst du mal ein paar neue ordentliche. Jetzt habe ich mal probiert, wie das so geht mit Wheelen und so, ob das alles gut geht. Kann man sich gut drin bewegen, muss ich sagen. Ich wurde auch von ein paar Leuten gefragt, was die so denken. Also was ich so denke, was, ob die Stiefel was taugen. Aber ich habe noch keine Antwort geben können. Was ich eigentlich mal probieren könnte, ist, wie die Dinger sich so im Seatstand tun. Mal gucken. Ja, sitzt man ganz gut, also beziehungsweise stehen. Die Schuhe sind auf jeden Fall bequem und haben Grip auf der Sitzbank. Das ist sehr wichtig. Ja, läuft, würde ich sagen. Probieren wir es einfach nochmal. Sitzen gut auf der Sitzbank, haben gut Grip. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht so laut. Das wäre nämlich irgendwie blöd, weil dann versteht ihr ja nichts. Oh, die Straße, Alter, die ist auch schief wie Sau hier. Hallo, hallo, was geht ab? Leute wollen immer denken, wenn da so ein Gestörter auf dem Seatstand vorbeifährt. Gucken wir mal. Vierter Gang. Läuft. Oh oh. Ungeil. Kommst du schön im Seatstand angeflogen? Und dann stehen da die Bullen. Natürlich auch nicht gerade der Bringer. Ja. Oh. Oh. Was hat der denn gemacht, Alter? Falls ihr Bock habt zu kommen, könnt ihr das ja mal unten in die Kommentare schreiben, dann sehe ich ja auch, wer kommen will. Um mal grob abzuschätzen, wie viele überhaupt kommen, weil ich habe null Plan, wie viele es werden. Wie immer eigentlich, keine Ahnung. Zumal das Meet ja eigentlich auch mehr so privat mit ein paar Freunden geplant war, dass eigentlich nur so ein paar Bekannte, so ein paar Leute von Bekannte von uns, Freunde so kommen sollten. Und ja, und plötzlich hören wir so, ja ey, was geht ab? Ihr habt mal ein Meet vor, ey, ich will auch kommen, dies, das, pipapo. Wir so, hey, was, Alter, was laberst du? Ja, ich hab von eurem Meet gehört. Ich will auch kommen, ja. Haben wir gehört, dass halt davon schon ein Haufen anderer Leute was wussten. Da haben wir natürlich gesagt, ja komm, scheiß drauf. Wir machen das Ding öffentlich, dann wissen alle Bescheid. Und jeder, der Bock hat zu kommen, der kann dann kommen. Und ja. So ist das Ding halt jetzt öffentlich. Mal gucken, wie viele kommen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil, wenn ich mir schon vorstelle, wer so alles am Start sein wird. Naja, wie gesagt, kurzer Vlog. Ich denke mal, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas, irgendwelche Kommentare, Anregungen, irgendwas, schreibt einfach bei Instagram oder bei Facebook, wie ihr wollt.
Na gut, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Vielleicht bis Samstag. Haut rein.